Hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, gestern wollte ich ja etwas mehr machen bei Call of Duty, aber dann wurde ich dazu eingeladen, Fortnite zu zocken. Auch sehr lustig gestern. Wir haben einen epischen Sieg gerissen. Aber heute wollen wir etwas weiter an der Sniper feilen. Wir haben da noch diese dämliche Kills mit dem Zielvisier. Ein Moment, hier stimmt fast wieder nicht. Ist ja am Shader laden. Ich habe nicht mal geschaut, was für täglich ich heute zu machen habe. Das ist nur schlimm. Ich bin nicht zu dumm, um zu treffen. Hoppla. Ist wieder erste Runde. Ich habe absolut kein Aim. Natürlich musste der zeigen, dass wir da sind. Natürlich kommt der mit Pumpe da raus. Absolut veraimt. Also? Fisch nicht. Feindliche Drohne aktiv. Stellung kompromittiert. Den Bereich sicher. Feinde innerhalb.
Als ob, auf einem Meter treffe ich ihn nicht. Oh, natürlich kommt der von hinten. Mist. Stellung kompromittiert. Hä? Von wo? Natürlich kommt er von hinten. Bestätige nächste Stellung. Bereithalte. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Gebiet aktualisiert. Und innerhalb des Perimeters. Mist. Haben die Führung übernommen. Achtung, die Stellung wird verleckt. Auf halber Strecke zum Missionsabschluss. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Der Feind ist in Führung gegangen. Stellung wurde verleckt. Zielgebiet sichern. Mosquito steht bereit. Wer? Niemals, das war ein Treffer. Willst du mich ficken? Das war richtig schlecht. Stellung kompromittiert. Den Bereich. Mist. Feinde sind in Führung gegangen. Feinde innerhalb des Perimeters. Die Stellung
Mist. Ich war noch nicht voll aufgeladen. So, Kevin. Die Moritz. Mann. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feinde innerhalb des Perimeters. Mann! Gamed. Wir haben die Führung übernommen. Der Feind verliert die Kontrolle. Vorteil nutzt. Feinde innerhalb des Perimeters. Ja, hier, das kommt selbst zu drei, du im Dinner. Flash 52 Kills. Schön, Paddy. Keine Ahnung, wieso den du home?
muss was sagen, die neue Sniper ist so geil. Das Ding ist wie Butter. Geil. Nur 25 Kills. Dann habe ich das Teil. Ich weiß eigentlich nicht wirklich, wie diese Nach-Zielvisier-Kills gezählt werden, weil gut. Laufen, Kollege. Ah, Mist. Und weg. Ist. Nein, jetzt hat er mich. Ja. So kann man auch sterben. Der Stopp. Nee. Wieso habe ich nicht aus der Hüfte geschossen? Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Mist. Nein! Nee, das spawnt er hinter mir. Oh, scheiße. Sehr stark. Gibt er mir ein Heli? So, weg mit dir. Nee, kommt er mit Granate? Ist ja scheiße. Wie Hitmacher? Nein! Der Feind ist in Führung gegangen. Wir haben die Führung übernommen. Ich bin scheiße im Aim.
ich bin so dumm. es sind am Discord. Nee, es sind nicht am Discord. Ich komme. Moment. Jesus Christ, Babbo. Sorry, es ist voll am Game. Ja. Oh, Babbo, du musst viel mehr auf den Chat gucken. Viel mehr. Ich hab doch keine Cam an. Was ist denn eine Figur? Was für eine Figur willst du mal? Willst du Pikachu reinstellen? Ja. Wer denn da? Da steht er doch vor dir. Stell Pikachu rein. Aber Marcel, die neue Sniper ist geil. Ich glaub, die schalte ich jetzt bald frei erst. Hattest du auch diese 50 Token? Nee, die habe ich ja alle schon eng. Ja, ich auch. Hat sie da rum? Ich hab das gut. Fahrt. Normalerweise, aber wenn es der Computer geht, was hat der Beruf geschraubt? Wirst du dein PC kriegt? Ja, bei jo. Bei jo, der neue Beppo. Walla Billa. Ja, steht schon heute, ist schon alles so gerichtet. Ah, den ganzen Tag am Gang. Ich kann euch sagen, wenn ihr einen anderen PC kauft, ne? Und ihr versucht, OBS und das Stream Deck rüberzuholen auf den anderen PC, viel Spaß. Ich verstehe nicht, dass da du Probleme hast. Also, ich habe kein Problem auf, weil zum Beispiel. Bei mir synchronisiert sich das alles, nämlich, weil ich benutze ja auch auf meinem Laptop dann OBS. Ja, bei mir war viel weg und ich habe mich jetzt den ganzen Mittag amüsiert, mein ganzes OBS wieder aufzubauen und mein Stream Deck. Aber mein Stream Deck ist jetzt richtig geil. Du kannst auch bei OBS Szenen und Profile. Haben wir gemacht. Das macht aber nicht 100%. Nee, wir haben es gemacht. Szenen und alles, die Einstellung nicht. Ja, ich konnte danach wieder alles, jedes Plätzchen suchen und alles und oh Gott. Okay. Und ich hatte den anderen PC, der war halt. Ich hab nix in Ordner gemacht oder so. Und jetzt habe ich sofort heute alles in Ordner gepackt, aber jetzt ist gut. Alles geht. Kevin hat alles angeschlossen. Guter Kevin. Kevin hat ihn getragen, weil er ist ultra schwer. Du bist jetzt mit dem zufriedener als vorher, oder? Er sieht hübscher aus. Ist das so ein Spiel? Nein, ich hab noch gar nicht. Chillt doch eure Nippel. Ich will nicht einen für irgendein Spiel jetzt heraufladen, um Spiele rauszunehmen. Ja, du Fortnite nicht. Fortnite, oder? Kann ich jetzt nicht einfach Avatar spielen oder Call of Duty auf meinem Playstation? Meine Mama meinte auch schon, und? Ja, keine Ahnung, er leuchtet schon. Mehr FPS. Er sieht hübsch aus. Das Bäumchen sieht auch hübsch aus. Ja, es fehlt ja bloß noch so eine kleine Figur, die du da reinsteckst. Ja, das sieht schön aus. Ja, was läuft mit euch denn, Jungs? Hoppe. Guck, wo ich das jetzt hingeklebt habe, Kevin, für die Karte. Ich musste halt alles umstellen, ne? Daisy ist umgewandert. Alles ist ein bisschen nach links verrückt worden. Damit er hier oben auf dem Tisch stehen kann. Mist. Für was? Ja, aber mein Tisch sieht scheiße aus. Ich muss ja noch all die Sachen bestellen. Salva hat mir noch was gesagt, um auf die Playsy an die Wand zu klatschen. Da kann ich die Switch auch an die Wand klatschen. Habe ich den Platz schon gespart? Es gibt extra so eine Halterung. Ja. Und du wolltest ja noch die
Dinger. Damit die nicht mehr auf den Ständern stehen, sondern an der Wand sind. Ja, und das? Ich hab's auch schon überlegt, meine Blade an der Wand zu hängen, aber. Nee. Bist du jetzt schlafen? Okay. Wer ich schaffte, Mare. Ja. KW. Ich hab ihn heute leider gezwungen, aber wir mussten halt Weihnachtsgeschenke, den Rest kaufen, weißt du? Das heißt, wir waren den PC abholen. Mir war gar nicht wohl dabei, den PC im Auto zu lassen. Aber ich habe gesagt, maximum eine Stunde. Und also, ich habe alles gekauft, ich bin fertig. Ich habe auch meine Geschenke. Meins kommt jetzt, das meiste kommt per Post jetzt noch, also per Amazon. Ja, der PC ist mein Weihnachtsgeschenk. Ich muss den Webcam noch schicken. Achso, du wolltest meine Adresse noch haben. Ja. Was wolltest du schicken? Beziehungsweise wann? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss gucken, wie ich das mache. Sonst schicke ich die Adresse von meiner Arbeit. Ja, wie du willst. Kriegst du ein Dildo mit Saugknopf? Nein. Es ist ja auch noch nicht alles angekommen. Es ist noch nicht alles angekommen. Das von. Weil ich muss gucken. Ich kann euch sogar sagen, wann eure Sachen kommen. Beppo kommt am Dienstag, Marcel am Donnerstag, Jana am Donnerstag. Meine beste Freundin ist schon da. Dann schicke ich die meine nochmal, weil ich habe darauf die Woche noch Dienstag, Mittwoch und ab Donnerstag habe ich Urlaub. Eventuell muss ich Donnerstag noch arbeiten, weiß ich noch nicht, weil ich gedacht habe, dass ich damit einspringe. Mensch, Junge, ich bin zu dumm, um zu aimen. Weil mein, einer Arbeitskollege, der ist morgens, wenn wir Fleischlieferung kriegen, der wäre da alleine. Mhm. Ja, dass ich da noch eine Telefon habe. Weil der muss sonst alleine Fleisch für 2 Wochen bekommen. Ja, das verstehe ich. Nee, es sind halt ein paar Sachen, viele Sachen, nennen wir mal so, weil ich muss das. Von Salva musste ich was ersetzen, weil ich gemerkt habe, dass er das eine schon hat. Ja, du. Jetzt habe ich ihm heute was anderes gekauft. Was hast du denn für Salva? Ja, ich hatte. Warte, ist er im Stream drin? Keine Ahnung. Ich habe geguckt. Ich habe ihm eine One Piece Kuscheldecke gekauft. Mhm. Weil er immer sagt, ihm ist kalt. Und dann habe ich ihm noch Pam Pam gekauft von Pokémon. Das ist der Panda-Bär. Aber ich habe letztens gesehen im Hintergrund, er hat den schon. Und da war ich so angefressen, dass ich heute geguckt habe. Und jetzt habe ich eine One Piece Thermoflasche gefunden für ihn. Ah, ich bin gekauft. Jana kriegt ein kleines Erdmännchen. Weil sie liebt Timon. Ja, und ihr beide kriegt halt, aber ich sag euch nicht was. Ein Stück Schokolade. Das kriegt ihr auch, das habe ich auch gekauft. Ja, und eine Katze. Also? Ja, das. Genau, meine beste Freundin kriegt auch noch ihr Geschenk. Nächste Woche, glaube ich. Warte, sie kommen am 17. Ist das nächste Woche? Wann ist der 17.? Das ist meine Adresse. Und meine Arbeit ist. Das. Okay. Ja, ich guck alles nächste Woche, weil meine beste Freundin kommt samstags. Und ich frag sie dann, ob sie mitfährt, weil es sind halt große Pakete. Nein. Das von Salva ist halt groß. Das von Beppo, ja, das bringe ich ihm einfach auf die Arbeit oder wenn wir uns sehen. Und, ja. Sag mir Bescheid, dann gehen wir Mittagessen. Können wir machen. Marke gesichert. Abschuss bestätigt. Das halt jetzt, ich war so verloren. Ich wusste, weißt du, meine Eltern, meine Mom will so ein Lego-Set. Aber das kommt erst im Januar raus und da habe ich gesagt, okay, dann bezahlen wir das. Aber weißt du, meine Eltern haben mir halt viel Geld zum PC dazugelegt. Und da dachte ich so, ich kann doch nicht einfach nur ein Geld dazulegen und dann nichts mehr kaufen, weißt du.
Also habe ich hier heute noch ein Lego-Set gekauft. Lego-Taschen. Nein, so ein Harry Potter Quidditch-Feld. Sieht voll cool aus. Und mein Papa kriegt einen Akku-Bohrschrauber, wie heißt das? Und ich habe ihm jetzt noch Mario für die Switch gekauft, RPG oder sowas. Der ist geil. Ne? Mhm. Ich dachte mir, weil er hat Mario früher gesuchtet auf der Nintendo 64. Also. Und meine Oma kriegt Kerzen und meine beste Freundin kriegt eine Katzendecke. So mit Katzenohren und Katzenpfoten. Sind das diese Kerzen von deinem Adventskalender? Dieselbe Marke, ja, aber nicht. Okay, danke Marcel. Dann schreibe ich mir. Musst du halt nur sagen, wann du das losschickst, damit du. Ich guck es am Samstag abzuschicken. Soll ich es dann privat oder Arbeit? Ich weiß nicht, wie lange das braucht bis zu mir. Also bei Kiki hat es damals 2 oder 3 Tage gedauert. Und die ist hier bei dir da in der Nähe. Wenn du es Samstag losschickst, wird es Montag offiziell losgeschickt. Ja, ich würde sagen Mittwoch oder Donnerstag. Ja, egal, ich schick's meine Arbeit, dann kommt das auf jeden Fall an. Dann ist gut. Okay. Weil wenn ich nicht zu Hause bin, so schick das zu meiner Arbeit. Salas Adresse habe ich auch. Beppo, komme ich da hin? Ich habe Janas Adresse noch nicht. Ich brauche Janas Adresse. Jana braucht meine Adresse auch noch. Dann müsste ich gut sein. Wo hast du den PC-Channel eigentlich hingemacht, sag mal? Achso, hier bei whatever. Ey, das ist ein ganz schönes... Von, keine Ahnung, Holz-Schreibtisch-Bahnplatte zu normal Schreibtisch. Du jetzt. Du? Meins hat auch brutal geändert, Mann. Alle meine Teddybären sind weg. Ja, Beppo, die stehen auch hinter mir momentan. Guck, die letzte Mal beim Herrn. Ein bisschen aufgeräumt, ne? Ja. Na, ja, ich kann euch ein Foto machen, man sieht es. Aber die Teddybären stehen momentan hinter mir. Du kannst das Pikachu, was zwischen Monitor und Kamera steht, das kannst du. Das war mein Plan. Das war mein Plan. Ja. Ein bisschen Deko da drin. Ich mach nur die Papiertücher weg, sonst sagt ihr, das sind meine Wichstücher. Das wissen wir jetzt, dass das ist. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ja. Das hättest du nicht sagen dürfen. Er sollte sagen, das sind Kevins Wichstücher. Ja. Ihr seht die Teddybären, das steht jetzt meine Gitarre. Ich hab halt echt viel da stehen dafür. Ja, für die spinnst du nur ums Eimen. Okay, könnt ihr euch daran aufgeilen? Ah, seht ihr, die Teddybären, wie gesagt, stehen jetzt hinter mir. Ja, guck mal, die Schüchchen unterm Tisch, meine Stitch-Schüchchen. Ja, wie gesagt, meine Findet Nemo-Box steht nur da, damit die Cam höher ist. Und das Nasenspray. Warum machst du die Cam nicht auf dem rechten Monitor an der Ecke? Das Problem ist, der wälzt sich hinten und die Cam halt hat keinen Halt. Hat die nicht so einen Haken quasi? Oder kauft ihr ein Tripod? Hat sie keine Verschraubung, wo du ein Tripod hast? Doch. Ich habe ja so ein kleines. Aber es ist nicht hoch genug und. Ja. Ich habe jetzt aber auch, guck, die Cam hier, die kann ich euch zeigen, weil ihr seht sie ja im Discord. Ich habe die zweite Cam jetzt endlich angemacht, Mann. Guck! Boah, Herr Villa! Warte, ich muss mal. Jetzt seht ihr mich von vorne. Aha. Ich sehe das nicht. Ja. Nee, ich sehe das nicht. Warum? Ja, jetzt habe ich 2 Cams halt. Ich habe auch die hier noch. Und die, das heißt, wenn Kevin nicht da ist, versuche ich so zu streamen oder ich versuche sie so ein bisschen rüber zu machen.
Nein. Warte mal, wenn ich Discord auf PC starte, vielleicht sehe ich dann, aber ich glaube nicht. Und die Teddybären stehen da. Alle in der Kiste. Ach, du Gammler. Kukuma. Ich mach mal. Ich muss den Fokus bei der Cam ausmachen. Ich hab's dir schon gesagt. Ja, nee, das ist ja die andere. Das ist jetzt die zweite. Aber ich muss mich sagen, ich fühle mich echt nicht wohl, so vor der Cam zu sitzen. Alles eine Sache der Gewohnheit. Na, Junge! Ich switch mal kurz rüber auf PC, ne? Mhm. Jo. Aber Beppo, er kann immer nur mit einer Kamera über. Die andere Kamera will er für Track in der Dünnhöhle. Verstehe ich nicht. Ist nicht. Weil ich kann mit den zwei streamen. Nur muss ich die anderen rauszählen, für das die Anna. Für das ich stehe fixiere kann. Wie dumm, ne? So. Sag mal was. Ja. Hallo. Ah, aua. Okay. Was? Ja, so sieht's doch gleich viel besser aus. Das ist schockierend, ne? Ey, mich stört das wahnsinnig. Warum? Keine Ahnung, ich mag das nicht. Kim trägt eine Brille? Was? Kim hat eine Brille? Achso, wenn du deinen Stream anmachst, ne, mit der Cam, du hast ja die C922 oder sowas, ne? Ah, ja, mach mal, bei den Kameraeinstellungen. Ja. Also wenn du rechtsklick auf die Kamera gehst, kannst du auch Videoeinstellungen machen, ne? Mach mal da die automatische Helligkeit aus und stell die Helligkeit mal ein runter, also auf, ich weiß nicht, auf was du die hast, ich glaube -4 Standard. Ja, aber das muss ich halt alles über ein Programm machen und das eine Programm erkennt die Cam nicht an. Das heißt, ich kann gar nicht arbeiten. Hast du dann nicht einen anderen Treiber für die Cam? Kein Plan. Das nervt mich halt voll, weil auch mit dem Fokussieren, ne? Die ist jetzt an und jetzt wird die wieder abfacken hier neben mir. Und wenn du sie als virtuelle Kamera benutzt, geht das auch nicht. Hm. Wir haben alles versucht. Salva hat, als Salva hier war, hat er auch alles versucht. Ich habe gestern gesehen, das ist auch cool, guck. Kamera irgendwie 30 FPS oder sowas. Jetzt könnt ihr hier gucken. Ja. Ich habe verbunden mit meiner PlayStation. Ja, ich habe die, das ist die. Ja, die steht jetzt zu hoch, weil die ist vorhin runtergeklatscht und hat mir echt wehgetan. Headshot! Hat wehgetan? Guck, jetzt seht ihr all die Teddybären. Stehen sie. Wo ist Relaxo? Relaxo steht noch immer da hinten. Guck, da steht Relaxo. Na. Guck, da hab ich einen Weihnachtsbaum hingestellt. So. Also wenn Kim zockt, der hat locker 200 FPS mehr, so viel LED und alles wieder leuchtet. Natürlich. Mein Zimmer wird am Montag fertig sein. Endlich. Das heißt, es kann gut sein, dass ich am Montag schon von meinem Zimmer aus zocke. Uff. Ohne Bett. Also ich hatte Probleme, den PC irgendwo hinzustellen, weil der Tisch ist halt... Ich habe alles jetzt nach hier gerückt, damit der da oben steht. Du brauchst größerer Tisch. Ja. Da gehört er auch hin. Der andere steht aber noch hier auf dem Boden. Was ist denn das? Ah, nix. Okay. Oh, mal gucken. Jetzt geht's hier hoch. Oh, nein, hör mal. Ja. Ja. Aber so könnte ich so nicht spielen. Keine Ahnung. Mich würde das stören. Ah, ich bin froh, dass der scheiß PC jetzt fertig ist. Aber der Typ war echt nett, Beppo, ne? Übertrieben. Jetzt fuck meine Cam wieder ab. Okay, keine Ahnung, wie ich dem seinen Kopf getroffen habe.
Also, du kannst ja einen Video-Hintergrund machen. Jo. Was eine Green Wall. Das Problem, was meine Cam mega fickt, ist das hier. Das scheiß LED-Licht von Kevin. Das fickt meine Cam so brutal. Alles Kevin schon. Ja, meine Lichter sind es nicht irgendwie, ne? Ich hab bei mir nur hinterm Sofa meinen LED-Streifen. Kann die ja immer umstellen. Aber das Problem ist halt, dass man immer Kevin sieht und ich ja keinen Bock davon Kevin sehen. Kevins Knie muss man sehen. Das ist so. Das ist Kevin. Muss ich Kevin weiter runter machen. Kevin ist die Bronze in der Kniescheibe. Ehrenschenkel, sagt Salva immer. Ehrenschenkel. Ja, das fängt ja jetzt schon gut an, Mann. Dass kein Ton mehr von meiner Playsee kommt. Ich liebe es! Das Problem habe ich auch gehabt. Deswegen musste ich immer OBS starten, damit ich Ton habe. OBS ist an. Ich höre trotzdem keinen Ton. Toll. Mach mal bei der Capture Card. Mach mal auf nur Monitor und dann auf Monitor und Ausgabe. Vielleicht hast du es dann. Warte, ich mach mal, es hat sich bestimmt alles umgestellt. Monitor aus, nur Monitor. Nein. Hast du überhaupt Menümusik oder bist du im Spiel drin? Ich bin im, also im Menü, da habe ich Musik. Echt? Oh Gott. Ja, es geht wieder nichts, das finde ich wieder super. Aha! Nervt mich so krass in der Welt. Nein, da fehlt halt der Kopfhöreranschluss, ne? Ja, Junge! Das hat doch alles funktioniert. Oh, das hast du mich auch nicht erwischt, du Lapp. Also, wenn das jetzt so ist, dann gehe ich sofort ins Bett. Nö, ich werde doch nicht hier wie ein Dummer sitzen, es funktioniert nicht, kann ich vergessen. Ah, es ist aber das richtige Headset. Nee. Ja, geht immer noch nicht. Headset geöffnet. Ah! Die Musik läuft, aber sie läuft halt nicht auf mein. Das war immer das Problem am Anfang. Am Anfang ist alles schwer. Natürlich nicht. Wie? Der hat den Sniper-Schuss überlebt. Alter, geht der Ton jetzt echt nicht? Wieder das mache, wie ich dir das letzte Mal gesagt habe. Ja, aber der Ton geht gar nicht. Damals ist er gegangen. Hier geht er überhaupt nicht mehr. Ich hatte schon mega Probleme heute Mittag. Ich höre was. Aber jetzt ist kein Ton mehr am Dingens. Nicht, dass du was mit den Tonspuren vertauscht hast. Wie, das Problem hatte ich auch eine Zeit lang. Hey, jetzt höre ich einen Ton auf dem Kopfhörer, aber ich höre halt keinen Ton mehr im Dingens. Da ist halt kein Ton mehr. Ach man, guck mal, was auf dem Sack. Das ist irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, zocken werde ich heute nicht. Ich bin echt müde. Ich auch nicht, aber ich möchte gerne den Ton hier bekommen. Das werde ich wahrscheinlich. Aber der will nicht. Ich mache jetzt extra hier ein lautes Emote.
Ja, der Turm geht voll ab, aber ich höre ihn halt nicht. Wir haben uns die Führung gesichert. Der Feind setzt eine Moskito ein. Mission zur Hälfte abgeschlossen. Wachsam bleiben. Freundliche Drohne aktiv. Ja, macht man einmal Neustart und schon funktioniert alles, wa? Mist. Was ist nie das Problem, Mann? Echt jetzt. Das geht mir so auf die Nerven, wenn man diesen... Alter, verarschst du mich? Ach so ist das. Okay, okay, okay. Mein Stream hat einfach alles gelöscht wieder. Mein ganzes OBS ist wieder weg. Was? Ich schwimme, mein ganzes OBS ist wieder weg. Also ist mir gerade aufgefallen. Feind übernimmt Bravo. Ach du meine Fresse. Ach Jolo, ich hatte ja nichts zu tun heute Mittag, außer diese ganze Scheiße da stundenlang zu suchen war. Ist das, weil ich das vielleicht umgeschoben habe in meinen Dokumenten? Ja. Oh Mann. Ich muss einfach nur den Speicherort auswählen. Ich habe das vorhin alles umgeändert, als ich mit Loxi telefoniert habe. Einfach lade ich schnell, bin ich behindert. Oh Mann. Ah, von der Tuna, von Paul mit your mother. Muss ich das aber noch alles finden, ne? Oh Mann. Hey. Ja, aber da, wo es jetzt ist, bleibt es jetzt. Da will ich das jetzt nicht mehr rücken. Alles bleibt, wie es ist. Ja, aber da ist es hübsch. Da ist es hübsch jetzt, wo es ist. Aber jetzt ist es halt geordnet und das hat mir, das war mir wichtig. Twitch, 04. Ja. Hat er mich einfach weggesprengt. Achso. Achso, ist meine Cam wieder weg. Ich finde die Kette, ja. Mensch, nicht schlecht. Das ist die falsche Cam. Ich hab die Cam und das Discord an, weil ich bin nicht so dumm. Hi Nello! Ich reagiere auf dich, weil Beppo kann es vergessen. Sorry! Hi Nello! Beppo kann es vergessen. Dafür habe ich einen Mod. Wie bitte? Der regelt. Auch so brutal müde, Marcel. Ich verstehe dich. Ne? Na, brutal müde jetzt nicht, aber ich werde diesmal nicht lange brauchen, um wegzupennen. Ich war gestern noch bis 3 oder 3:30. Was? Ich kann dir sagen, ich bin gebrochen. Und heute Morgen um 7 aufstehen. Morgen will ich Laminat verlegen. Der Feind hat Charlie eingenommen. Das Objekt Alpha ist gesichert.
Nein, morgen ist es schlafen. Jetzt geht der Ton, jetzt geht er mir auf die Nerven. Ach, solche Alerts, die ich gar nicht nutze. Was habe ich noch? Die, das kleine Rentier. Das kleine Rentier ist hier. Kann ich das auch alles umstellen? Bin ich ein Behinder? Schönere Geräte. Ich regrettiere im Moment alles. Wo ist mein Moose? Hier. Wie das klingt, wo ist mein Moose? Moose. Ja, aber ich habe so ein kleines Rentier in meinem Stream. Es hat sich verlaufen und war jetzt weg. No, schöne Regretterien. Das müsste aber jetzt alles gewesen sein, ne? Versuchen wir es nochmal. Naja, es war nochmal nicht alles. Aber ich habe das doch gelöscht. Vielleicht. Ich habe das bestimmt irgendwo mitkopiert. Ja. Hier habe ich nichts gekriegt. Löschen. Abschluss bestätigt. Feinde eliminieren und die Marke sichern. Oh, schau, wie viele meine Lampen. Nee, du Lappen, was kommst du von hinten? Nee. Ist das falsch? Okay, das war scheiße von mir. Wer ist jetzt reingekommen? Oh, keine Ahnung. Ah, der Gabi. Ah, Gabi. Ich dachte so, was ist denn jetzt passiert? Ich möchte diese Scheiße. Gabi! Machen. Ist wieder weg. Na, er braucht immer ein bisschen, sein Mikro. Ah, er ist echt wieder weg. Ich habe das gar nicht gehört. Ah, finally. Jetzt ist wieder alles gut. Oh, cool, ja. Mein Ton ist auch wieder da. So. Hallo? Gabi! Na, hallo! Hallo! Mist, meine Waffe ist leer. Hallo, Beppo. Hi! Na, du? Ja. Hat schon jemand dieses Festival-Dingens da gespielt? Von Fortnite? Nö. Nein, ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich, aber ich kann nicht. Ah, Kevin hat's vorhin gespielt. Mit Lego oder was? Nee, das ist normal. Es sieht aus wie Gitter hier von früher. Aha, das. Ja. Das ist der Konzertenbooster. Ja. Ich habe das mit dem Autos gespielt und das mit dem Lego. Das Lego finde ich cool, dieses mit den Autos auch. Gucken wir mal. Ach man, ich habe hier so echt einen Channel. Die labern so viel. Ich bekomme ständig so ding 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 ding. Interessiert mich absolut gar nicht, was die labern. Was laberst du denn? Ey, kannst du die nicht stumm schalten? Du kannst dein Mic ausmachen.
Die labern trotzdem. Ja, du kannst die aber stumm schalten. Du kannst den Empfang bei dir auch ausmachen. Ja, aber ich habe sie in Discord alle stumm geschaltet. Das Problem ist, ich krieg trotzdem 6000 Nachrichten. Bei meinem Discord steht immer, wie viele Nachrichten. Oh, du kannst voll viele Lieder auswählen. Hm. Oh, Bad Romance, Mann. Oh, Bad Guy. I'm a bad guy. Da. Entschuldigung. Oh! Mit seinen Freunden. Er hat neue Freunde, er will nicht mehr zu uns. Nein, es sind seine alten Freunde. Nein. Aber dann beginn nicht zu weinen, wenn es einfach nicht bekommt. Ach man, das macht ja nicht so eine Welle. Wenn ich jetzt sage, kommst du, Bibi, dann kommt er bestimmt. Mach das bitte. Nein. Ich will, dass er mit seinen Freunden spielt. Natürlich. Wir sind seine Freunde. Ich hab doch früher bei Trick. Hab ich auch in meinem Cousin. Und seinen Freunden. Oh wow, es gibt einfach so Regente im Shop. Ja, Marcel, worin rede ich denn jetzt? Ich nehme Bad Guy. Da. Ich nehme noch das und ich muss. Nee, der Hills mag ich nicht. So, ich bin tot nervös. Ich kriege ein E-Mail. Ja? Dann machen sie auch wirklich das Sportsexamen und nach dem zweiten theoretischen Examen nach Führer Christen. Marcel? Mhm. Warum hast du Kevin als dein Profilbild auf Discord? Das bin ich. das ist mein aktuelles Bild. Oh mein Gott, ich kann jetzt echt. Oh mein Gott, Guitar Hero zu spielen, mein Traum. Ich hab das so geliebt, das Spiel. Dein Selfie ist sehr gelungen. Das freut mich, dass es gut ankommt. Mhm. Marcel, wir können im Team spielen. Wir können echt Guitar Hero spielen. Oh, lol. Oh, wir können. Das, ich feiere das gerade so krass, was hier läuft gerade. Wollt ihr zugucken? Dann mach an. Ja, gern. Ich kann es ja jetzt anmachen, weil wir das gemacht haben. So. Warte. Ich sehe nichts. Weihe uns. Chill. Ich auch nicht. Weihe uns in die Welt der Musik an. Funktioniert's? Ja, jetzt wird's nicht funktionieren, ne? Computer sagt nein. Mann, ich schwöre, das ist. Beppe, du musst mir. Das ist bestimmt, weil es hier am Dingen läuft. Im. Dingenskirchen. OBS. Aber wenn ich OBS ausmache, habe ich ja keinen Ton mehr. Ja. Ja, du musst die Rückkupplung. Wie? Ich ja, du erklärst mir das nachher, ne? Wie ich es liebe, keinen PC zu. Warte. Beppo, wir machen das jetzt sofort. Erklär mir nochmal, wie das geht, bitte. Warte einen Moment. Einen Moment. Tim, lad mich ein. Ja, willst du mitspielen? Ja, ich will das mal probieren. Wir können. Ich habe schon die Lieder ausgewählt. Ich muss jetzt mal selbst mal nochmal gucken. Also aber warte, Dingens, erklär mir das mal kurz. Ich muss mal einmal selbst gucken. Phil könnte doch auch rüberkommen. Ja, der Onkel Phil. Ah ne, er ist nicht mehr da. Er war vorhin online. Ja, und immer wenn ich ihn einlade, nimmt sie mich an. Warum? Du kannst mit. Willst du mitspielen? Nein, ich spiel grad da nicht. Ich bin grad im Bett. Ich bin seit 6 Uhr auf dem Bein. Ja, fühl ich. Ich war um 7 Uhr wach, ich bin um 3, 4 Uhr schlafen gegangen. Und heute Morgen war ich meinen neuen PC abholen. Oh, das ist cool. Ich war den ganzen Tag. Ich schick dir ein Foto. Ja, mach das bitte. Und deine. Ich habe keine Kerzenfotos mehr bekommen. Ich habe die Kerzen komplett vergessen, stimmt. Warte, ich kann dir ein Foto von all den Kerzen schicken, wo ich schon habe. Es gibt jetzt auch einen The Regent Battle Pass. Wie ein Wochenende. Oh, guck. Kim, ja? Den PC leisten wir doch für ein paar Jahre aus, oder? Der PC, der hält hoffentlich sehr lange aus.
Nein, du leist mir den aus, habe ich gesagt. Ah, ja, ja, bestimmt, bestimmt. Bestimmt. Jetzt würde ich den einfach so ausleihen. Also, die Kerzen sehen ja alle toll aus. Also sind alle leer schon. Ja, ich weiß. Aber was ich viel besser finde, ist, dass du ein Pikachu-Lego da hast. Was haben wir im Pikachu? Nein, ja, ja. Das ist nicht mehr Pikachu-Lego. Es ist so eine chinesische Marke. Wir müssen den Fachbegriff nutzen. Es sind Klemmbausteine. Nee, aber es ist auch mega schwer. Also ich kann euch sagen, die das heißen, ist gar nicht so easy peasy Lego. Nein, Leute, die heißen alle Legos. Das sind ja Steine, die heißen Legos. Okay. Die nennt sie ja auch Tempo. Also es ist nicht alles ein Tempo. Nee, auch Tempo, manchmal ein Wichstuch. Ich warte auf deine Erklärung. Ja, ich muss jetzt selbst mal wieder in diese Einstellung kommen. Einen Moment. Ich bin hier suchen. Im Suchen. Wie war das nochmal? Ich glaube, das war in... Ich hätte Dani vorhin fragen sollen, aber... Systemeinstellung, glaube ich, war das. Ja, ich glaube, ich weiß wieder. Beppo ist in den Sachen mein Held. Du kriegst auch, wenn du Rocket Racing auf Gold machst, kriegst du einen Skin. Echt? Jo. Spiele Rocket Racing einmal, kriegst du den Rocket League, das Rocket League Auto. Dann spiele Rennen in Rocket Racing, musst du 10 Stück, kriegst einen Skin fürs Auto. Also ein anderes Auto quasi. Und erreiche in Rocket Racing den Rang Gold. Dann kriegst du einen Skin. Und aus System und dann... Warte, ich guck nur schnell, wie es war. Ich hab nämlich jetzt die Einstellung wieder gefunden. Ja. Und dann war es, glaube ich, hier. Was haben wir für eine Einstellung? Damit du OBS nicht aufmachen musst, dass du so ein Echo hast über den PC, was läuft. Und du kannst Playsee spielen mit Ton, ohne immer OBS aufzuhaben. Okay, weil jetzt, wo ich OBS aufhab, kann ich Beppo und Gabi das nicht zeigen. Geh ja auf Systemeinstellung, Systemsteuerung. System, ja. Dann? Bist du auf Systemsteuerung? Ja. Dann gehst du auf Hardware und Sound. Bei mir ist nur Sound, aber es ist vielleicht das ist dasselbe, ja. Dann ja? Hast du Audiogeräte verfolgen. Boah, wo steht das? Alle Audiogeräte erweitert? Ja. Dann hast du ja ein Fenster, wo es sich öffnet. Wo du oben die Masken hast, Wiedergabe, Aufnahme, Sounds und Kommunikation. Nein, Beppo, ich glaube, ich bin woanders wie du. Ja, glaube ich auch. Systemeinstellung, bin ich ein Behinderer? Gib mal unten auf der Lupe, gib mal Audiogeräte verwalten ein. Tim, sag nicht, dass du behindert bist, du bist total super. Ja, nee, in solchen Sachen bin ich echt behindert. Ah, Audiogeräte verwalten, ja. Ah nein, dann schickt er mich ins Internet. Was meinst du, dass du behindert bist? Ich glaube, du bist im komplett falschen Menü. Zeig mir mal dein Bild. Zeig mir dein Bild. Wie falsches Menü? Welches Menü? Das vom PC? Zeig mir das Bild mal. Boah, ob das jetzt funktioniert. Ob das jetzt funktioniert, mein Freund. Das müsste gehen. Mensch, ich muss meinen Schnurrbart mal schneiden. Der ist wieder lang. Was? Wo? Wie? Bin ich falsch? Bin halt ja, warte. Du warst falsch. Okay, wo muss ich denn hin? Geh innen bei Suchen. Ja. Und dann im Hauptmenü. Ja. Und du gehst in Systemsteuerung. Oder nur System, reicht auch, kommst auch nochmal Steuerung, drauf. Okay. Machst du ob. Wo ist das denn jetzt aufgegangen? Bestimmt da, wo dein Spiel drauf ist, auf dem Monitor. Oh mein Gott. Dann musst du den oberen als Hauptmonitor machen. Dann wird es da immer angezeigt. So habe ich es zum Beispiel. Ja, hier ist es richtig dumm. Ja, und dann Wippo? Irgendwie sehe ich dann Hardware Bild nicht. Und Sound. Hardware und Sound. Genau, Hardware ja. Und Sound. Ja. Und dann ja. Gehst du auf Autogeräte verwalten. Bei Sound. Audiogeräte verwalten, ja, steht da, ja. Dann gehst du bei Aufnahme.
Aufnahme. Und dann suchst du da, wo deine Capture-Karte ist. Die wird als graue Kiste mit einem blauen Bildschirm angezeigt. Meistens. Ich habe hier Mikrofon, Live Gamer Mini, das ist meine Dingens. Genau, da drückst du dann Eigenschaften. Warte. Eigenschaften? Ja. Gehst dann auf Abhören. Abhören, ja. Und drückst, nimmst da das Häkchen, dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden. Okay. Drückst du. Mehr nicht? Und dann drückst du auf OK. Nee, erst auf Übernehmen und dann auch okay. Ja, Übernehmen, ja, und okay. Habe ich gedrückt. Okay, das heißt, wenn ich OBS jetzt ausmache, müsste es gehen. Ah ja, danke schön. Siehste. Also nee, manchmal ist es hier so. Ja, ich muss den Chrono. Wie wechsle ich das um, dass das hier jetzt mein Hauptbildschirm ist? Jetzt, wo wir schon dabei sind. Ah, ganz einfach bei Anzeige. Du gehst auf die normalen Einstellungen, wo du vorhin warst. Ja. System. Bildschirm. Ja. Muss jetzt gucken, drück auf Identifizieren, damit du siehst, welche Nummer dein Bildschirm hat, den du haben möchtest. Ja, der hier, der ist die 1, das ist schlecht. Du kannst auch Rechtsklick auf dem Startbildschirm, Anzeigeeinstellung, und dann kommst du da gleich hin. Und wie kann ich die jetzt umändern, dass die da andere Nummern kriegen? Die Nummern sind scheißegal, du musst nur die Anordnung dann so setzen, wie du sie haben möchtest. Ah, das heißt, 1 muss dann vorne sein und... Also die Nummer, die halt auf deinem Bildschirm auftauchen, dass du weißt, welcher ist. Und wie mache ich den Hauptbildschirm, so wie Marcel gesagt hat? Ganz einfach, dann hast du unten, hast du ja die mehrere Bildschirme-Einstellung. Da drückst du einmal und du hast die erste Option... diese Anzeige, das heißt den Bildschirm, den du angeklickt hast, wo dann farbig ist, drückst du dann auf diesen Anzeiger als Hauptbildschirm. Aber das ist ein anderer als der ständig hier genutzt wird. Genau, du klickst den an, den du als Hauptbildschirm haben möchtest, und dann gehst du auf die Einstellung und machst das Häkchen, diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden. Ich meine, das müsste nicht, Babbo. Weil ist schon den linken Bildschirm als Hauptbildschirm. Da musst du den deaktivieren. Nee, ich will den hin. Mir hindert der Rätsel permanent. Der Rätsel ist am Funk für PlayStation. Ja, dann gehst du auf den linken, drückst du auf den linken Bildschirm rauf, dass der blau ist quasi. Er ist pink bei mir. Ja, der pink. Dann scrollst du runter. Ja. Und da steht dann bei mehreren Bildschirmen ist dann ein Haken. Aber... der Bildschirm, wo wir jetzt gesagt haben die ganze Zeit, ne? Ja. Wo alles drauf gekommen ist, automatisch. Ja. Das ist gar nicht der Hauptbildschirm. Der ist auch gar nicht als Hauptbildschirm eingetragen. Ja, aber du sollst trotzdem auf deinen linken, wenn du den linken Monitor haben willst, musst du auf den linken draufklicken und da den Haken reinmachen, wenn du den als Hauptbildschirm machen willst. Das war die ganze Zeit schon so. Aber warum hast du denn gerade nichts gesehen? Keine Ahnung. Es ist die ganze Zeit schon so, aber er macht trotzdem alles auf den rechten. Nee, ich weiß warum. Du hast eventuell zuletzt deine Programme auf dem rechten Monitor geöffnet. Ja. Das kann sein. Du musst das, schließ das mal alles in einem zieh das einfach nur rüber auf den linken und schließ das auf dem linken Monitor und öffne das nochmal. Dann ist das alles auf dem linken, ja. Das so heißt, bei mir auch des Öfteren. Wenn ich das jetzt anmache, dann seht ihr jetzt meine Playsee. Ja. Okay, gut. Marcel, wir können spielen. Ich sehe sie nur relativ klein. Nein. Aber das ist, weil du am Handy bist. Das ist nicht, weil jetzt... Nee, normalerweise kann ich da draufklicken und sehe den Fullscreen. Aber das klappt gerade bei mir nicht. Also ist meine Schuld. Also ich kann Fullscreen gucken. Gut. Meine Webcam sieht aus, als würde ich so einen Podcast führen. Ja, ne? Gott und die Welt. Marcel, darf ich die Lieder auswählen, bitte? Mach doch. Okay. Ich geh mal eine rauchen. Nein, Beppo, das darfst du nicht. Warum geht das nicht?
Vorhin ging das. Verstehe. Hä? Dann das Menü öffnen. Ich glaube, du kannst auch zwei Lieder hinzufügen. Was war. Achso, du hast Bad Guy, Bad Romance? Ja. Ich glaube, und du kannst auch zwei Stück machen. Dann mische ich das. Ja, das wollte ich auch machen. Natürlich müssen wir das machen. Ja, dann mach ich das. Und dann müssen wir bereit machen. Yay, jetzt kommen wir so richtig cool da rein. Du hast nicht ernsthaft Bad. Du hast nicht ernsthaft Bad Guy gewählt, oder? Doch, hört ihr mir, wenn dieses Lied jetzt kommt, mit unseren Kopfhörern oder mit meinen Kopfhörern, wenn dieses Lied jetzt kommt, ist Bombe. Nein, 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 Seven Nation Army Fan. Aber ich frag mich jetzt, wie wir das wissen. Ja, wir müssen wahrscheinlich mit den Dingern spielen, ja. Ich muss das selber spielen, um es zu verstehen. Timo, ist so dumm! Ich liebe dieses Lied, aber ich liebe auch, bin ehrlich. Komm on. Aber also ich muss jetzt gucken, ich hatte immer die Gitarre bei Guitar Hero. Ich hatte ein Schlagzeug. Witch Kid. I'm the bad guy. Da. Oh mein Gott. Ah, wir müssen nur Knöpfchen drücken, oder wie? Nee! Oh, oh, fuck. Das geht mir viel zu schnell. Vergiss es, nee, vergiss es, ich bin zu dumm dafür. Okay, nochmal. Okay, ich hab voll abgelost. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott. Ich hab so abgelost. Okay, das und das. Oh Marcel, dann wird uns aber Seven Nations Army ficken, ne? So dumm. Okay. Kreis. Okay. Das wird so schwer, Marcel. Bad guy. Duh. Oh, Digga. Ich bin so schlecht. Ich auch. Mein Knopf geht nicht, glaube ich. Oh mein Gott, ich will gar nicht darüber reden, wie schlecht ich bin. Oh. 2850 Punkte habe ich gerade mal, ey. Ah ne, Bandpunkte. Yeah. 1360 habe ich nur. Alter, wie willst du das? Ich muss mich ein bisschen anders hinsetzen, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer wäre. Ja, warte nur, kommt hier noch was? Ich würde sagen. Aber wie willst du das mit den Knöpfchen machen? Also, Viereck und Kreis geht ja noch, aber die anderen beiden sind einfach nur behindert. Mhm. Jetzt geht's wieder uns so zu schnell, Marcel. Jetzt kommt das nächste. Oh nein. Oh mein Gott, das war peinlich. Hm. Ja, ja, alles gut. Wir schämen uns kurz. Ich schäme mich kurz. Oh nein, ich habe Angst. Wie kann man das ändern? Einfach runterdrücken. Ah. Ich mach Schlagzeug. Ich mach Mikro. Mein Mikro. Oh Marcel, wir werden so gebürstet. Oh. Nein! Ach du Scheiße. Ich bin jetzt gleich dran.
fuck, ich hab den Ton verloren. Es geht aber jetzt. Noch? Ah, ich vergesse immer dieses Knöpfchen. Oh, fuck. I want the alley, I want you to see. Ah! Nein! Ah, fuck! Hands of me, I want your life. Beppo, du musst mitspielen, das ist so lustig. Wir losen so brutal ab. Und habt ihr eine Kombi? Nee, gar nicht. Noch nicht. Beppo, es ist so schwer, ohne Witz. Und ich bin auch noch Leadsänger gerade. Love, 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 I want your love. Kevin war echt gut darin vorhin. I know that I want you. I know that I need you. I want a bad, bad romance. Fuck! Gefällt. Want your revenge, you want me, give me the bad romance. Schade, dass man die alte Guitar Hero nicht anschließen kann. Is it a bad romance? Digga, ich komm nicht klar. Der Marcel ist schon zu alt, der hat keine Reaktion ich, mehr. Ich echt so, Alter, Hand-Augen-Koordination überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich muss so viel lachen jetzt. Oh mein Gott. Ich hab echt Probleme mit diesem Knöpfchen hier. Oh, zu früh. Love, 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 I want your love. Ach, nein! Es ist Wochenende und ich kann Eggnog genießen. Oh, ich wollte heute auch einen Eggnog kaufen. Ich hab's vergessen. Ja, das riecht so. Und da wollte ich den von meinem Papa klauen und der meinte, der ist schon ein paar Wochen auf, also Durchfall, ahoi. Am besten ist das, wenn da auch Stückchen drin sind. Ah, oh, ja, weil es abgelaufen ist. Beppo, du musst mitspielen, bitte. Naja. Alter, das würde ich du allein schon streamen, schwer. Weil wir so untergehen. Naja, ich komm damit nicht klar, Alter. Das krieg ich nicht hin. Und du willst jetzt das andere. Da gehen wir richtig unter. Beppo, ich hab's raus. Jetzt wird Kim zur Maschine. That my romance. Oh, fashion lady, da da da. Da 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 da. Lady working on a baby baba fashion lady working on with my face. Ich mag lieber Alejandro. I want a revenge. I want your love and I want a revenge. Komm, spiel mit Beppo. Wo ist überhaupt Gabi? Er ist weg. Schlafen. Oh mein Gott, Marcel, jetzt kommen lange Töne. Bei mir nicht. Ich hab ganz andere Töne. Salva hat mir gerade geschrieben. Und guck, und schon treffe ich nichts mehr wegen Salva. Alles Salva schon. Ich bin Sänger einfach. I love the man, you and me, get out of bed from the end. Amen. Also ich finde das hier besser als Fortnite. I'm in a bad romance. Ich hab ganz andere Töne als du, Kim. Echt? Ja, natürlich. Ich hab Schlagzeug. Oh mein Gott, wir haben's geschafft, Marcel. Oh, Marcel, wie viele Punkte hast du? Ich hab ein paar Mal einfach komplett rausgebracht, Alter. Oh mein Gott, guck dir das an. Oh, guck, wie stark wir waren. Oh Gott, jetzt gehen wir unter. Jetzt bluten wir. Jetzt bluten wir einfach nur.
Den hier, Marcel. Darf ich wieder singen? Mach doch. Da wird doch gar nicht gesungen. Ich mach diesmal Bass. Ich mach Leadgitarre. Da gehe ich richtig unter. Bippo, spiel mit. Ich bin im Match. Ah, dieses Lied. Oh, fuck. Beste. Ah, Marcel spielt schon. Ich hoffe, man schaltet halt Lieder frei. Oh, Jungs. Nee. Bad Boy, jetzt bluten wir. Aber Marcel macht's gut. Guter Bassist. Jetzt blute ich. Also? Ah, der hat das mit Absicht gemacht. Oh, fuck. Nee, das werde ich. Ich habe nicht die Koordination, um das zu machen. Das war so schlecht gerade. Ah, Marcel ist so ein Hund, ne? Der hat das Einfachste genommen. Das ist immer derselbe Ton. Ja gut, der muss aber auch treffen. Aber es ist immer derselbe Ton. Ich würde das so gerne streamen, ne? Wie wir hier ablaufen. Oh Mann, ich geh unter jetzt. Also? Nee, ich hätte warten sollen. Das ganze Team kam jetzt. Und der schießt mir in den Rücken, du elender Hund. Ich geh Hauptsache, ich gebe übelst ab. Boah, ich lieb so lange Töne. Jetzt kommt Marcel wieder. China. Ich hätte einfach Sänger machen sollen. Ich muss sogar zwei Knöpfchen zusammendrücken. Nee, wieso spawnen die hinter mir? Der Feind setzt eine Moskito ein. Ich krieg das nicht hin. Oh mein Gott, ich hab so abgelost auf der Linie. Marcel wird jetzt einfach 80.000 Punkte haben. Nee. Ich habe so abgelost. Und schon wieder kommt er von hinten. Ich mache jetzt nur noch Sänger. Ich mache Sänger. Also Sänger hat vier Dings. Also ich würde Schlagzeug oder Bassgitarre oder sowas. Das ist leichter. Gesang hast Sänger. Du vier Striche. Ich will Sänger machen. Ich will Sänger machen. Ich mache Schlagzeug. Kevin, du hast mir nicht gesagt, dass es so schwer ist. Mann. Marcel und ich gehen unter. Oh, bei mir fängt er schon an. Hi, Dani. Ja.
Nee, ich spiel mit Marcel. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah, Marcel, du bringst mich das Sekunde. Digga, ich komm voll durch den Lager. Oh fuck. Ist nicht mehr. Nein! Oh, komm. Digga, ich komm voll durch den Lager. Ah, ich habe echt Probleme mit dem Knopf. Was zockst du da denn? Fortnite. Ach du Scheiße. Mit Marcel. Wer kam rein? Loxi. Hey Loxi. Hey, na, Pippo, alles klar? Jo. Stabil. Ah, fuck. One day is for another day. Ich mag das Lied überhaupt nicht. Echt? Es lief, läuft so oft auf dem im Radio. Aber guck mal, ich rasiere auf voller Länge. Ich komme mir ein bisschen beobachtet vor hier von der Seite. Guck, jetzt habe ich deswegen verschissen. Oh, fuck. Nacht. Akimali, echt jetzt? Oh, guck, guck. Jetzt ist mein Controller leer. Ja, ja. Ey, so, wenn andere das Rennen machen, ne? Das sind Ausreden, ganz schwache Position. Ich lerne das. Ja. Was ist eigentlich mit dir los? Du hast immer noch kein Bling-Bling in deinem Profil. Was hab ich drin? Du hast immer noch kein Bling-Bling in deinem Profil. Doch, ich hab Bling-Bling drin. Ach, du bist du sicher? Ja. Ich hab kein Bling-Bling gesehen. Doch. Nein. Genau dasselbe wie letztens. Ich seh nix. Echt? Das ist aber drin. Ich hab's vorhin noch gesehen. Ist wieder kaputt gemacht, mit Sicherheit. Nee. Ah, ich hab vorhin mein OBS. Als ich mit dir gesprochen habe, habe ich ja meinen ganzen PC da geräumt, ne? Mhm. Ich habe alles so geräumt, dass alles weg war im Streaming-Programm. Sie hat richtig, sie hat richtig aufgeräumt. Ja, das merkst du, alles weg. Operation gelungen, Patient tot. Hm? Solange sie dir nicht schreibt, ey Luxi, hier steht irgendwas mit BIOS. Ich habe kein Windows mehr. Ich weiß ja, wenn der Tag kommt und sagt, du, ich bin betrunken, tut mir leid, ich kann dir leider nicht helfen. Frag doch mal Bippo, der kennt sich aus. Ich bin mal raus. Digga. Das war schwer drauf. Ja, Sänger auch. Das amüsiert alle. Ich find's lustig. Ah, Marcel, waren das alle? Haben wir denn jetzt irgendwie neue Lieder freigeschalten? Keine Ahnung. Komm, wir gehen mal zurück. Ja, ich kann mal. Ich will das nämlich gerne jetzt gucken. Weil wir können ja jetzt nicht tausendmal dieselben. Alter. Wir können doch jetzt nicht tausendmal dieselben. Doch, tausendmal Lady Gaga. Jam-Songs hab ich jetzt OG und Show Them Who We irgendwas. Dann Chaos. Ich mach das nochmal rein. Ich hab jetzt drei Lieder drin. Gucken wir mal. Also. Wie, du machst drei Lieder? Wo kannst du das machen? Ah, da! Spinnt. Ah, die waren schon alle da. Nein! Du geht's nicht. Was heute bei deinen Eltern? Ich dachte, dein Controller wäre leer.
Ja, ich hab den schon wieder aufgefangen. Ja, okay. Mhm. Marcel, es sind immer dieselben Lieder. Ging aber schnell. Die Schnellladefunktion, die will ich mal sehen. Naja. Mhm. Ach, das hast du auch schon genommen? Nein, ja, ich hab einfach andere genommen. Dann immer noch OG und das haben wir eh dieselben, ne? Ja, will ja nichts machen, aber die haben wir wenigstens noch nicht gespielt. Bereit machen. Aber ich sehe meinen Bling Bling, Noxi. Echt? Nee. Ja. Vielleicht muss ich einfach nur mal einen Restart machen. Also, ich bin gleich mal wieder da. Okay. Mal restarten. Mach du. Da schlägt der mir den Kolben in die Fresse. Rein. Ich komme mir vor wie damals As-5 von Tokyo Hotel, wisst ihr? Rein. Oh, guck wie süß. Ich bin Sängerin. Aha. Nö, ich sehe keinen. Was ist aber da? Ja, ich kann gleich bleiben. Ich auch, Marcel, ich auch. Oh, Digga, was? Nein. Ja, mein Bling-Bling ist jetzt auch weg. Okay, ich sehe schon. What the fuck? Scheiße! Was hast du denn jetzt gemacht? Moment, ich oh Marcel, jetzt wird's schlimm. Mein Gott, jetzt rappt die! Nein! Mann, die rappt jetzt! Gut, dass ihr mein Gesicht nicht seht. Ich bin ja gerade froh. Kann mir jemand mal. Sieht ja auch aus wie eine Haiopai. Auswahl? Jetzt sehe ich auch Bling Bling wieder bei dir. Alles siehst klar. Du. Ja, weißt du, was er bei mir. Ja, weißt du, was er bei mir gemacht hat? Was? Der hat einfach. Bei mir war eben noch Bling Bling angewiesen. Dann gehe ich wieder raus. Dann mache ich start das Ding neu. Und sagt er, und dann war auf einmal das Plugin aus gewesen. Das ist kaputt. Aber ich habe meinen Bling Bling an. Ja, alles gut. Das ist das Wichtigste. Denkst du, ich zwing dich dazu, dass du mir das installierst und dann nutze ich es nicht? Ja. Du meinst Crack Discord, ja? Ja, Crack Discord. Gecrackt ist Discord. Genau. Für mich ist es immer noch gecrackt ist Discord. Das ist kein gecrackt ist Discord. Doch. Du, das ist, wenn du sagst Crack Discord, dann klingt das wie so, als würdest du, keine Ahnung, als würdest du von so einer Fake-Seite den Kram runtergeladen haben, weißt du, so. Es ist aber immer, Als würdest du googeln nach Firefox in der Vollversion, weißt du? Ja, Discord von Pirate Bay. Ja, genau. Lade jetzt Firefox runter, auch jetzt in der Vollversion, ja. Für 3,99. Ja, genau so. Steam hatte vor ein paar Wochen so eine dämliche Werbung. Ja, Rainbow Six gratis spielen. Und dann stand da ein Preis von 8,99. Ja, genau. Gratis. Ja. Ist halt schon reingelegt, ne? Ich meine, das ist wie, als würde man sagen, Kaffee to go, jetzt auch zum Mitnehmen. Wie kann das sein? Auf einem Meter mache ich Hitmarker mit einer Sniper. Ja, musst du retten, Mäuschen.
also. Oh Mann, hör doch auf. Wann ist dieses Lied vorbei, bitte? Kimi, jetzt musst du auch performen, wenn du so ein Lied raussuchst. Ich performe ja auf der Bühne. Mhm. Oh mein Gott, guck den letzten voll versemmelt. Warte, mein Handy hat geklingelt. Ja, und du, jetzt musst du Prioritäten setzen. Warte, ganz schnell. Alles gut, Alfons. Ja, ich habe den PC geschenkt bekommen. Du kannst in Discord reinkommen, dann können wir miteinander sprechen. Ich bin gerade bei Fortnite beschäftigt. Ah, du kannst gerne kommen. Bis gleich. Ja, aber hallo, ey. Hab Herz verstanden. Boah, Digga. Gesang, Schlagzeug. Digga. Ich nehm den Gesang. Ich nehm den Bass. Nimmst du einfach oder mittel immer? Einfach. Ich nehm immer mittel. Deswegen bin ich schlechter als du. Komm, jetzt komm ich. Ba. Oh, Marcel, ich komm sofort schon dran. So. Okay, der ist ja richtig schlecht gewesen. Mir fehlt Singstar. Ich hatte letztens mal die Wii ausgepackt, Marina. Das hat Laune gemacht. Wieder ein bisschen boxen und so. Ein bisschen boxen und ja, das ist schon lustig. Die haben letztens Just Dance so gespielt. Hm. Ich muss wieder neue Controller besorgen. Ich habe mich so abgefuckt. Ich Blödmann habe die Batterien drin gelassen, sind ausgelaufen und haben mir die Controller gekillt. Na, scheiße, ja. Hm. Ist die nicht mehr sauber oder ist es so schlimm, die Korrosion? Korrosion ist total im Arsch. Das ist alles rein. Hat mir die kompletten Teil, alles drin ist korrodiert. Das heißt, ich habe schon geguckt, ob ich die Einzelteile einfach nachholen kann, aber es wird nur die eine Feder wird als nach, also nur der hintere Bereich wird zum Nachkaufen. Das ist das, aber den anderen Bereich nicht. Na, Mist. Salva hat es auch schon fertig gebracht. Ein Stickdrift an den Controller zu machen. Beppo. Wie? Den Controller, den ich ihm gekauft habe da im September. Er hat jetzt schon Stickdrift drin. Muss man fertig bringen. Aber wenn man viel spielt, passiert das halt. Ich hatte noch nie einen Stickdrift in keinem von meinen Controllern. Ich auch nicht. Dann kauft euch keinen Razer Controller. Der kommt im Kauf mit drin. Razer ist so ein Schmutz. Ich merke das hier immer mehr. Ja gut, das kommt drauf an, welchen man sich holt. Also wir reden hier von dem Raichu oder von welchem reden wir? Ich hatte den Ultimate Terminal. Der kommt schon mit Stickdrift, gut. Ja, ein 399 € Controller. Man läuft. Wow. Ich weiß noch, dass es damals so eine den Razer Raichu gab. Ja, der ist richtig gut, den habe ich auch noch. Der war so geil, aber andererseits hat der glaube ich den Nachteil gehabt, dass du den nicht an irgendeine Konsole ohne Kabel anschließen konntest oder so, weil er nicht dasselbe Protokoll gequatscht hat wie das. Ja, war für mich damals zumindest ein Fail, wo ich gesagt habe, ey, ich will doch das Ding an der Konsole auch verwenden können. Also bei mir hat der richtig gut funktioniert und er ist auch der einzige Controller, der auch bei Fortnite funktioniert, weil normalerweise bei Fortnite funktionieren nur die Originalen. Ja gut, bei Fortnite kann ich mein PS4 zum Beispiel einsetzen. Mein PS4-Controller, das ist kein Problem. Ja, Hauptsache kann ich mein von Microsoft Elite Controller 2 kann ich nicht bei Fortnite benutzen. Lass es vorbei sein, bitte. Mies. Also, ich mach das halt so, weil PS4-Controller lassen sich ja normalerweise, wenn die nirgends richtig, also wenn die gar nicht am PC anerkannt. So, Marcel, es ist immer noch nicht vorbei, oder? Genau, da kannst du ja aber über die Software DS4 ja laufen. Ja, genau, und über den lasse ich dann, emuliere ich dann einfach, dass es ein Xbox-Controller ist und danach bin ich wieder drin. Geil, deswegen. Digga.
PC hat so einfach einen coolen Controller. Controller. Ging. Es ging. Heftig. Ich war voll drin mit dem. Ah, ihr seht mich nicht. Ich bin immer gewöhnt, dass ihr mich seht. Ich muss mich richtig konzentrieren, ey. Ja, ich auch, deswegen habe ich aufgehört zu reden. Ich nehm wieder Gesang. Ich bin jetzt echt. Aber ich nehm halt mit, weil einfach ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Zu einfach. Ja, nee, ich bin nicht gefordert genug. Aber Kim? Ja, bitte. Wegen dem Feintuning können wir ja nochmal quatschen bei dir. Wegen dem Rechner. Ja, können wir gerne machen. Noch ein bisschen was, können wir mal gucken, was wir da noch machen können. Marcel meint, ich soll eine Figur reinstellen in den PC. Ja, genau. Wie die anderen, so, weißt du, so direkt auf die Grafikkarte oder so. Hab ich voll versemmelt hier, Mann. Oh! Was meinst du mit Feintuning? Stickstoff-Tuning? Genau, richtig. So, ja, so richtig schön abisolieren und dann rein damit. Ja. Extreme Overclocking. Oder stellst du wie Linus Tech Tips so ein riesen Kühlding daneben hin und dann. Oder noch besser, ja, das passt doch eigentlich noch besser. So, er hat ja einen Serverraum. Oh, Digga, ich komme nicht. Der hat ja einen Serverraum bei sich unten in seinem Haus und kühlt den draußen mit seinem Pool. Richtig abgefuckt, der Typ. Und dann hat er es da war irgendwie die Leitung nicht richtig dicht, dann hat das Wasser an, war dann wieder leitfähig gewesen und hat ihm dann erstmal den Server zerschossen. Also, ja, kann man mal machen. Na gut, der hat so viele Millionen, wo der verdient. Ja, aber hallo, der fährt ja mit seinem Porsche zur Arbeit. Also, ja. Ich weiß noch, wo er angefangen hat, seine einfache Videos. Ja. Wo er noch so einen billigen Setup hatte mit den Grafikkisten hinten. Ja. Der Typ rastet halt wirklich aus. Was er da manchmal schon abgezogen hat, ist halt schon. Sein Peter-Surfer war so geil. Der musste sich ja böse Kritik eingefallen lassen wegen seinen Testvideos. Deswegen ja. war der ja auch ein paar Wochen überhaupt nicht da gewesen. Und jetzt macht er nur noch weniger Videos, ne? Also der macht ja jetzt nicht mehr ganz so viele Videos am Stück, ne? Weil man gesagt hat, hey, ich muss das Tempo rausnehmen, weil die Qualität nachlässt. Ja. Und die haben halt einen bösen Fehler gemacht, sonst wäre das nie so eskaliert. Sie haben halt den Gamers Nexus haben sie halt angegriffen, ne? Oh. Die haben den blöd angepisst und Gamers Nexus hat dann nochmal sich genauer seine Videos anguckt und hat gesagt, ich habe die ganze Zeit den Mund gehalten und es ist auch nicht unser Stil, irgendwas zu sagen, aber wenn man so daneben haut mit den Messergebnissen, ja, und das so falsch macht an so vielen Stellen, er hat ja in einem Video Linus Tech Tips so auseinandergenommen, hat gesagt, wir sagen ja normal nichts, aber wir mussten jetzt reagieren, nachdem man uns so blöd kam in dem Video. Ja, und uns einfach runtergemacht hat. Und der hat den so zur Sau gemacht, dass dann auch die Community dann voll reacted hat auf das Video und erstmal gegen Linus geschossen hat und dementsprechend war der wochenlang weg und die haben die komplette Infrastruktur auf den Kopf gestellt. Hi Alphons. Hallöchen. Guck, er hat meine Nachricht verstanden. Klang ein bisschen so, als hätte ich WhatsApp auf zweimal Geschwindigkeit gestellt. Aber du hast mich verstanden. Ja. Oh, läuft der hier mit dem Knüppel rum? Ja, voll ab, Mann. Was sagt denn dein Spielgefühl bisher? Kim. Ich spiele nicht über den PC, ich spiele über die PlayStation. Ernst? Du hast einen neuen PC da stehen und du weißt den nicht ein? Also, nee, sie will jetzt Minecraft spielen. Was laberst du? Ganz ehrlich, ne? Also. Java-Version. ich hasse Minecraft. Es ist die.
das ist halt geil, ne? Erst jammert sie wegen ihrem Rechner, unbedingt einen neuen, und dann spielt sie selber Konsole an dem Tag. Sie hat sich das Ding genau dahingestellt und jetzt rührt sie es für heute nicht mehr an. Ja, aber es sieht doch schön aus da. Es soll ja nur leuchten. Kann jemand mal vorbeifahren und die Frau mal schütteln, bitte? Die hat einen Rechner für wie viel Euro? Ne? 3000. Ja, so. 3000 Euro Rechner. Aber sieht schön aus, ne? Ja. Ja. Alle mal liken, Freunde. Beleuchtung. Jetzt bloß die Beleuchtung, was interessiert. Ja. Also ganz ehrlich, ne? Du kannst dem hier auch rüberschicken, ist kein Problem. Dann nehme ich ein Gehäuse. Ich nehme dann ein ganz völlig Billo-Gehäuse mit einer Glasfront. Und dann mache ich dir ein paar LED-Streifen ran, leuchtet auch. Nein. Du hättest hier einfach ein Aquarium konfiguriert können, ja, genau, mit LED. Hört doch auf, ich werde ja, aber heute habe ich so viel daran gemacht, ich habe keinen Bock mehr. Du musst ja auch nicht dran arbeiten, du sollst ja was zocken. Ja, nee, ich zock ja. Hier. Auf der Konsole? Ja. Auf der Konsole, auf der Playstation. Schick den PC rüber, ganz ernsthaft. Nein. Einfach umstellen. Aber warum meinen die Leute nur, weil ich jetzt einen PC habe, dass ich jetzt aufhöre, auf meiner Playstation zu zocken? Die war auch teuer. Ganz einfach, weil du da einen 3000 Euro Rechner hast. Und dann? 3000 Gründe zu sagen, hey, jetzt sollte ich mal richtig anfangen zu zocken. Ich bin endlich mal. Na guck, momentan sind 2023 angekommen. Momentan sind nur doofe Spiele da. Ich sag doch sowas nicht. Ich hätte mir ja Avatar gekauft für den PC, aber ich hab's mir jetzt schon für die PlayStation gekauft. Kaufst du zweimal? Ja. Kevin meinte, kauf dir Call of Duty. Ja. Sieht geil auf dem PC. Du hast keinen Mucks von Marcel, so konzentriert ist er. Der Marcel ist älter, der sieht die Steine langsamer. Ich muss euer Klaver ausblenden, dann kann ich mich am besten konzentrieren. Ja, Marcel, haben wir das gerockt? Haben wir das gerockt? Oh. Ja. Bühne verlassen, was passiert, wenn wir die Bühne verlassen? Ich weiß nicht, ich bin in der Lobby, ich muss erst meine Augen auf den Schock hier, ey. Ja, ich bin alt. Ich kann nicht multitasking. Ich kann euch nicht zuhören und mich dann noch konzentrieren. Alfonsius, willst du Fortnite spielen? Also wir spielen nicht Fortnite. Wir spielen, Guitar Hero Fortnite. Ja. Ja, gut, nee, da bin ich dann raus. Lass mal gut sein. Ach man. Was ist denn das? Hier ist echt ein Battle Pass drin. Was ist denn ernst? Ein wöchentlicher. Fortnite in der SingStar-Version. Das wäre cool. Ach nee, Entschuldigung. Guitar Hero-Variante, Entschuldigung. Was sie machen könnten, wäre ein Just Dance mit Fortnite-Moves. Hallo, es gibt ein Fortnite, mit dem du Autorennen fahren kannst. Was gibt denn es noch? Ja, das, die ist, das ist genauso, als würdest du Counter-Strike, ja, Version mit Autorallye machen, weil hast die Terroristen und die Antis, hast du in einem Go-Kart sitzen und die fahren dann durch die Gegend. Ja, die führt den Apo mit Geld machen mit ihren Kiste. Ich muss aber dazu sagen, ich finde Fortnite Lego auch Schwachsinn. So. Ich wechsle mal kurz in den Lego-Modus. Ich will mal gucken, welche Skins bei mir im Lego-Modus sind. Mach du. Du hast die Krone. Na, dann geh. Dann kann ich Fortnite noch weitermachen. Fortnite versucht halt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Das ist so von allem etwas, aber nichts richtig. Ich dachte, Shooter, das kriegen sie hin. Aber gehen sie weg, Marcel. Du sollst dann aber nur kurz reingehen. Ich hab Lego schon gespielt. Ich will nur in die Lobby, ich will nur wissen, welche Skins ich jetzt Lego-Dings hab, Mensch. Die Kim muss nicht weit gehen, sie geht einfach zu ihrer Mutter, dann hat sie auch Lego. Genau. Ich hab schon eine halbe Stadt gebaut da bei Lego. Boah, ist ja echt nicht viel. Ja, okay, mein halber Spind. Kevin hat den ganzen Mittag das gespielt. Da kannst du dir jetzt vorstellen, dann werden auch Lego-Sets von Fortnite rauskommen. Ja. Meine Mom hat die schon gesehen, weil sie meinte zu mir so, ja, weißt du, dieses Fortnite. Ich so, ja.
die sind jetzt mit Lego, meinte ich so. Ja, Mama, die sind jetzt mit Lego. Ist deine Mutter Lego-Fanboy? Ja, ja, also du kannst selber fragen, bei meiner Mom sieht es aus wie im Legoland. Okay, geh wieder zurück, reicht. Warte kurz. Ne, bei meiner Mom sieht es wirklich aus wie im Legoland. Was? Ich hab ne Tochter? Ne, ich hab Lego. Lego kauft schon bei seiner Mutter ein. Salva meint auch. Steine ausgegangen. Salva hat zu meiner Mom gesagt am Telefon so, ja, also wenn Legoland was braucht, ne, dann melden sie sich bei dir. Mutig ist er ja, ne? Sie hat nur gelacht. Und mein Papa im Hintergrund hat auch gelacht, so. Das war an dem Tag, als er meine Eltern kennengelernt hat und ich dachte so, Oh, scheiße. Oh, meine Mama hat gelacht. Wird aufgelegt. Was ist das denn für ein... Hat er sich gerade über mein Lego lustig gemacht? Er war echt fasziniert, weil... Ich war unten und da meinte ich so, ja, du warst noch nicht oben. Und ich renne so mit dem Telefon in mein altes Zimmer voller Lego. Ich in den Dachboden, noch mehr Lego. Und er so, oh mein Gott. Die Kim war mal noch nicht ein Fuß draußen, da stand schon Lego in ihrem Zimmer. Ja, ne, meine Mama hat echt... Ich möchte jetzt diesmal singen, Kim. Ah? Ich möchte jetzt diesmal singen. Mach du, warum? Weil ich jetzt auch mal singen möchte. Mach du die Lieder rein. Aber ich kann mal, glaube ich, nicht alle reinmachen. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, ne? Take my breath away. Ich kann nicht. Du musst zwei Lieder reinmachen auch noch. Ich bin zu dumm, um zu aimen. Oh je. Ah, Bad Guy, guter Mann. Mach mal auf Profi. Mach einen auf Profi, ja, zumal bei diesem Lied. Also ich wünsche dir alles Gute. Wo war? War das Lied oder war das Bass, wo du gespielt hast? Das war Bass, ne? Was war so ein geiles Lied bei Guitar Hero Dragon Thunder, oder? Ich wollte letztens SingStar oder sowas wieder kaufen. Ich war voll dafür. Also erinnert mich an dieses Toll, ne? Mist. Oh mein Gott, jetzt bin ich unter. Komm, Puh, gib's mir. Ich konnte das sogar auf meiner Gitarre spielen, eine Zeit lang. Das ist relativ einfach. Die meisten lernen sowieso dieses blöde Wonderwall. Das ist doch kein Skill. Oh mein Gott, und jetzt krieg ich so... Echt? Ich dachte, mein Handy hat gerade geklingelt, ne? Dachte ich, es wäre was Wichtiges. Einfach so ein Typ, mit dem ich früher gespielt habe, schreibt er mir, bleibt es jetzt weiterhin, dass wir keinen Kontakt haben? Ja. It seems like, man. Und du musst mir das jetzt sagen, um 10 vor 12 an einem Samstagabend. Das hatte ich in dem Moment vermisst. Jetzt, nach einem Jahr. Ja. Kommt Avi jetzt auch in nächster Zeit, oder wie? Wir sehen. Ja, ich habe echt Angst, dass das für Weihnachten kommt, weil ich kann ihn nicht ignorieren. Doch, du gehst nicht dran. Nein, ich kann's nicht. Ich muss dann. Ich mach's nur nicht, weil ich Salva versprochen habe. Frieden.
Mist. Zu erinnern. Yes, geht doch. Warum gibt es das nicht mehr für die Playsy, Mann? Weil die es damals übertrieben haben. Ich würde das noch kaufen. Die alles damals. Ab einfach. Damals hatten sie mit allem übertrieben. Singster mit Guitar Hero. Aber Just Dance kommt noch jedes Jahr raus. Hm? Ja gut, das Spiel verkauft sich auch wie Butter. Ist doch mehr geiles Spiel. Ich wäre froh, wenn ein neues Mario Party kommen würde. Ich habe das alte nochmal nicht gekauft. Was? Das war jetzt auf meiner Playlist für Spotify. Okay, Mali, was war das denn? Okay, Mali. Mein Gehirn war kurz aus. Ja, wir sind fast bei 70.000. Ich glaube, ich habe noch nicht viel getroffen. Bist du wieder da? Warst du weg? Ja, hab ich doch gesagt, ich bin kurz weg. Ich hab das nicht gehört. Wow. Einfach ignoriert. Ja. Wir sind gut. Oh. 70%! Verschieden. Marcel, wir machen noch einen Weltrekord. Was mache ich jetzt? Ich mach weiterhin. Ich will das schwierig machen. Ich mach Schlagzeug. Was soll ich denn jetzt hier schreiben auf so eine dumme Nachricht? Ja, einfach nur ja. It seems like, bitch. Ich mag Züge. Ah, die Leute nerven mich einfach nur. Zieh den Klassiker ab, schreib's einfach nur okay drunter. Das machen nur Typen. Es sieht so aus. Schreib ihm einfach, wo ist der? Und dann schreibt er. Ja, genau. Mein Bruder ist genauso eine Ratte. Ihm erzählst du was, mein Bruder, und dann fragt er so, wer? Ja, der und der. Wer hat gefragt? So einen habe ich auch in meiner Runde. Sag ich immer, deine Mom, sagt er ja, deine Mom. Unsere Mom. Ich kann ja auch einen verantworten, du meldest dich ja auch nie. Warum muss ich mich dann anmelden? Aber das wird wieder eine Diskussion, ne? Ja. Alfons und ich hatten ja auch mal sowas, aber wir haben halt miteinander geredet und da war es gut. Alter, mein Gehirn sieht's aus. Oh, meins auch gerade. Weil es immer dieselben Dinger sind. Ich sehe den Bildschirm nicht mehr. Ich pass schon gar nicht mehr auf. Dieses
Ja. Ich war gut. So. Oh mein Gott, meine Finger tun weh. Das ist vorbei? Nein! Warum haben sie das andere Leben nicht? Das ist viel besser. Da müsste aber irgendwo stehen, wie lange das Lied noch dauert. Weil das geht mir so auf den Sack, dass ich das nicht weiß. Bitte lass es vorbei sein. Ist es vorbei? Oh mein Gott, ich habe so meine Hand. Oh Mann, als hätte ich den ganzen Tag gejaxt. Tut weh! Oh. Glanzleistung, Marcel. Willst du wieder Mikro machen? Schlagzeug. Okay, ich mache halt Mikro. Ich antworte gar nicht auf diese Nachricht. Schreib Baguette. Oh, man. Okay, Molly. Warte bei dem Lied. Love, I want your love. Ah, fick dich ins Knie. Und schon wieder, Kimberly. Ah, fick dich doch, ich hab gedrückt. Oh, Digga, wo ist mein Gehirn jetzt hin? Ich kann nicht mehr. Digga, mir tut meine Hand weh. Aber ich schwör, dein Gehirn sitzt so getrainiert gerade. Mein Spiel ist hängen geblieben. Mein Spiel ist hängen geblieben. Ihr seht es, ich lüg nicht. Der Controller ist leer. Ey, ihr habt es jetzt gesehen, das war nicht gelogen. I want a bad. Alter, das hat meine ganze Dinge zerschissen.
Jürgen. Ich so. Und bis einmal die Konzentration weg ist, dann ist sie weg. Dann hängst du. Ist nicht so wie bei Fortnite, wo du dich dann nur noch rettest. Passion Baby, richtig Baby, Passion Baby. Passion Baby. I want your love and I want your revenge. I want you. Fick dich! Je te l'aime, rien tu peux te revoir. I wanna be friends. Yes! I don't wanna be friends. I'm in a bad romance. Oh, Entschuldigung, ich singe dieses Lied einmal am Tag. Oh, jetzt hängt mein Spiel schon wieder. Bruder! Bruder! Danach ist bei mir aber auch Feierabend, Alter. Sein Gehirn schaltet aus, ja. Boah, ich meine Handgelenke weh. Schlimmer als zu zocken, das. Oh, ich bin auch einfach zu müde. Oder zu alt. Boah. Nein. Oder beide. Nein. Ja, lieber Marcel, wird Zeit, Sudoku zu spielen auf dem DS. Ich spiele das lieber in der Zeitung. Aber Marcel, das waren nicht alle Lieder. Nee, eins noch und dann ist Feier. Jetzt kommt noch Bad Guy. Oh, oh scheiße. Oh, geht doch schon los. Oh fuck! Schon voll versaut. I'm the bad guy. Duh. Tut mir leid, das Lied schlechte Erinnerung. Nein, fertig ist es nicht. Sie lassen uns das nicht drin, diesen Modus, oder? Ne. Oh Gott, ich feier den Modus. Auch nicht den Lego-Modus. Aber dann wird Kevin weinen. Der baut sich gerade eine ganze Stadt auf. Das soll ja Minecraft spielen. I'm the bad guy. Da. Ich feiere das Lied.
Marschflugkörper, ich hasse euch. So wie viel der immer getroffen wird von einem. Gestern jedes Mal, wenn in so ein Marschflugkörper kam, hat es Phil erwischt. Immer. Sonst bin ich dafür der Kandidat. Aber Phil war doch jedes Mal gestern. Also ist wie wenn du mit Kim Apex zockst, dann ist sie auch immer der Jumpmaster. Ich bin immer Jumpmaster. Das ist Zufall. Ich bin immer Jumpmaster. Ich habe mit Phil gestern noch bis um 5 Uhr, beziehungsweise bis heute früh um 5 gezockt gehört. Ui. Arbeitet Phil heute? Hat er was gesagt? Nee, keine Ahnung, haben wir nicht drüber gesprochen. Er war vorhin da. Ja, aber danach nicht mehr. Guck mal! Meine Pfötchen tun weh. Oh. Ja. Oh, dann werde ich endlich die Scheiß Snipe aufgelöscht. Ich werde schon. Noch 6. Oh mein Gott, meine Hände tun weh. Meine Augen tun weh, alles tut weh. Werden sie schon viereckig? Ja. Na komm, können ein bisschen Battle Pass. Wie viele Seite sind wir denn jetzt? Zweite Seite. Auf der zweiten Seite gerade. Der andere ist ja echt schwer. Der Weekend ist drin, oder wie? Ja. Ziele, Punkte, spiele Songs mit dem Bass, spiele Songs mit dem Schlagzeug. Verdiene mit anderen. Probiere Lego Fortnite aus, fick dich. Dann kriege ich die Tante ja eigentlich auch mal. Ich glaube, Kevin hat ihn sowieso gekauft. Was gibt es, wenn Kevin eigentlich nicht kauft? Geld zu viel, der Bur. Der nimmt sich Kredit auf, hier Fortnite zu kaufen. Oh, nee. Ich habe ihm letztens auch so einen Meme geschickt. Der Nachteil ist, er wird niemals alle Skins kennen. Ja. Weil er viel zu spät dann angefangen hat zu spielen. Ja, that's true. True to that. Mit dem Namen bei Call of Duty, ich spiel's gegen Putin, Alter. Hängt doch keine Chance. Was spielst du da, Dani? Dani? Loxi? Ja. Was spielst du da? Was denn? Dein Spiel, was ist das? Moment mal. Und dann rennst du. Abschuss bestätigt. Dann rennt er entgegen die Leitplanke. Was kommt der denn da? Mist. Er fährt zu sanft.
Er ist ein ganz sanfter. Er muss brutaler fahren. So, was wolltet ihr? Was genau spielst du da? Das ist ein Rennspiel. Hier also klappt. Hier klappt Unlimited Teil 2. Ach so, okay. Das ist ein Switch-Game. Ach so, okay. Ich spiele es sonst mit dem was. Okay. Jetzt zocke ich gerade ein bisschen am Computer. Na, warum nicht? Boah, why not? Mal die Audio ein bisschen leise. Du bist so ehrenlos. Da ist ein. Ist ganz cool gemacht. Bisschen mal zum Abschalten. Perfektes Game zum Abschalten ist. Perfektes Game zum Abschalten ist Call of Duty. Das ist entspannt so doll, das Spiel. Marcel schreit nur rum, dann. Das sagst du, Marcel. Ja, ist auch so. Alles nur Kamelficker da drin oder Baguette fressen. Eins von beiden. Bebo, sorry. Kim, sorry. Ich bin kein Franzose. Dann kannst du es ruhig weiterhin sagen. Bebo ist Inder. Ja. Ich bin Luxemburger. Ich bin Deutsch. Ja, also Inder. Deutsch. Da gibt's Leute, man, die schaffen einfach 100%. Tja, perfekt. Blind. Mit dem Lenkrad anscheinend. Ja. Lenkrad für links, rechts und Gaspedal. Für anderen Scheiß. Oh, da bin ich Bester. Aha. Oh mein Gott. Lost Kitten spielt South Park The Fractured Butthole. Das muss ich mir angucken. Kim, ist dein Rechner stark genug für GTA 6? Also sollte der für 3000 auf jeden Fall sein. Ob ich mir 2026. 25. Ich werde das auf der Playsee spielen. 25 auf der Playsee, ja genau, und Xbox. 26 auf PC. Ey, ich bin so hyped, ich nehme mir gleich. Zwei Monate Urlaub oder so. Ich kann diesen Hype gar nicht verstehen, Alter. Genau, danke. GTA ist lieber. Ja. Also, das einzige GTA-Spiel, was ich mal halbwegs. Ich bin kurz weg, Leute. War San Andreas. Alles andere danach war. Boah. Nö, ich hab alle gefeiert. Ich hab alle gespielt, außer GTA 1. Also normal Grand Theft Auto. Für mich das ganze GTA war Vice City. Ja, das war auch nice. Ich liebte die Musik der 80er da. Hot Fever. War in Vice City immer die Reaktion, wenn du Menschen anfahren wolltest. Wobei, da gibt es die ekelhafteste Mission in alle GTAs und das ist die mit dem Helikopter. Ja. Die in San Andreas ist aber auch eklig. Da musst du, glaube ich, auch mit einem. War das mit einem Helikopter oder mit einem Zug? Eins von beiden. Weiß ich jetzt nicht mehr. Das schon mit dem Zug, weil Helikopter war in Vice City.
in diesem Baugebäude da. Beste war immer noch GTA San Andreas 6 Sterne Sheet. So. Wie schön A4 Zettel voll. Mit Sheets. Auf jeden. Mist, verämt. Wir haben die Führung übernommen. Ich hab zu lang gebraucht. Ach, mir fehlen die alten Call of Duty Zeiten, wo man einfach nur normal gespielt hat und nicht einfach noch extra die Klasse wechselt, nur um jemanden zu holen, weil man ihn sonst nicht anders trifft. Hat sie gerade wirklich einen Sniper rausgeholt, weil er mich sonst nicht holen konnte. Unglaublich, Alter. Man müsste weitere Lieder freischalten können. Und alles nach und nach. Zu eurer GTA-Dingens. Ich habe noch nie GTA gespielt, außer das letzte. GTA 5. Und GTA 5 habe ich auch nur, ich glaube, 4 oder 5 Mal gespielt. Deswegen, ich finde GTA ganz, ganz langweilig und schrecklich. Hab ich ja schon ein paar Mal gesagt und Cyber meinte so, du musst es hier trotzdem kaufen. Ja. Ich, aber. Ihr könnt es mir kaufen. Kevin kauft es. Wenn ihr wollt. Das Spiel wird safe 120 Euro kosten, ey. Aber ihr seid auch der Meinung, dass dieses Spiel Konkurrenz für jede Branche macht, oder? Das heißt, auch Fortnite-Spieler und so werden alle zu mindestens eine Woche zu GTA gehen. Mhm. Der Trailer, der hatte innerhalb von einer halben Stunde mehr Aufrufe als der Trailer in GTA 5 innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Also, das soll schon was heißen. Ja, na, wenn man 12 Jahre auf was wartet, dann sollte das auch so sein. Also der Trailer, der hat mich schon ziemlich doll angefixt.
Nur das Datum hat mich abgefuckt. Ja. Na, auf jeden. Das war so eine Sache, das hätte nicht sein müssen. Ende von 25. Richtig Schmutz. Das heißt, bis dahin muss ich mir auf jeden Fall eine 4 Terabyte SSD in die Playsy bauen, weil sonst, Hast du ja noch genug Zeit. Du brauchst 2 PlayStation 5, damit es sauber läuft. Ich baue mir einfach die 4060 in die PlayStation und dann ist gut. Na gut, Leute, aber ich werde jetzt pennen gehen, ey. Alles klar. Schlaf gut. Schlaf gut. Jo. Ja, man hört sich morgen. Mach's gut, Marcel. Alles Klärchen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ciao. Ich hab noch nicht einen Ton verfehlt, Leute. Jetzt kommt er. Hör auf, ich hab echt Angst. Wie lange dauert dieses Lied? Verfehlt. Das müssten 100% sein. 99%. No. Dann hast du einen verpasst gehabt. Echt? Direkt den ersten Ton so. Echt? Scheiße. Nee, ich will nicht mitteln. Was ist der nächste Song? Was ist der nächste Song? Ich weiß es nicht. The Weeknd Hills. Komm, komm, Kim, komm. Ja, jetzt habe ich verkackt. Oh, noch so einen langen Ton. Der hat richtig viel Punkte gekostet. Alle. Spielexperte. Guck, Beppo, die gleich die beiden auch noch. Oh mein Gott. Liebe Lieder mit so einem Bass. Ich habe so Bauchschmerzen. Ich hätte das vorhin nicht essen sollen. Ah. Ich habe den ganzen Tag über so Garnelen aus dem Kühlschrank gefuttert. Die 3 Wochen abgelaufen war. Nein, ich habe sie heute Morgen gekauft. Ich dachte mir so, komm. Oh, in sowas kann ich nicht mehr, ey. Feuerst rein. Mein Bauch feuert gerade gegen mich. Wie Beppo mit der Ecknock. Ja. Hier schon ganz getrunken. Oh. 1 Liter Eckner. Hast du keine Bauchschmerzen? Doch, ich werde sterben. Ich habe so Bauchschmerzen gerade. Er hat eine Laktoseintoleranz, ne?
Gesichtsausdruck dazu. So also ganz trocken, so, doch, ich werd sterben. Ich fühl's einfach nur. Oh, oh. Ich sterb jetzt und bleib auch noch. Ich hab echt so schlimme Bauchschmerzen gerade, ja. Hat's wenigstens geschmeckt. Ja. Willst du nicht was? Machen? Ich hab vorhin nach 2 Tagen endlich mal was gegessen und ich hab gar nichts geschmeckt. Wirklich gar nichts. Corona! Kevin meinte noch so, jedes Mal, wenn ich mir so eine Garnele in den Mund gesteckt hat, meinte er so, du wirst nachher so weinen, du wirst Bauchschmerzen haben, dann wirst du zu mir heulen kommen und ich kann nicht schlafen. Ja, wenn du es schon weißt, dann schlaf doch gar nicht. Der wärst du bei mir schief gewickelt. Ich schlafe wie ein Stein, da kann man rütteln und machen, was man will. Nö. Ich mach dann so, Kevin, Kevin. Und dann heißt, ja, ich hab Bauchschmerzen. Und dann macht er, hm? Dann sag ich, gibst du mir deine Hand bitte? Und dann legt er die Hand auf meinen Bauch und schläft weiter. Aber das wärmt meinen Bauch halt. 97%, Beppo, ich werde immer besser. Oh nein, ich habe das falsche. Ich hätte Dingens nehmen sollen. Muss ich noch all eure Karten schreiben, Beppo, bis Samstag? Ja! Gott! 7 Karten zu schreiben. Ich hoffe nur, eure Geschenke kommen halt an. Solange es nicht so passiert wie bei einem meiner Geschenke vor ein paar Jahren. Was denn? Ich hatte für einen guten Freund, der Kirby liebt, ein Kirby Amiibo gekauft. Mhm. Über Amazon Deutschland. Ja. Komischerweise ist das Paket verloren gegangen in einem Verteilerzentrum in Jerusalem. Fuck. Ich in Jerusalem? Ja, ich verstehe noch heute nicht, wieso das Paket von Deutschland nach Jerusalem geht. Na dann. Und das ist mittlerweile so ein Running Gag bei uns, weil wir etwa gewichtelt. Also ich so, ja, du kriegst kein Kado, weil nach Israel. Das ist ja eine gute Idee, so zu meiner Mom. Ja, Mama, Lego. China. Ich dachte schon bei meinem Papa so, ich war gestern auch, also ich war ja bei meinen Eltern und ich komme so rein und ich guck so hä, in die Ecke und da steht da so ein neuer Akkubohrer und ich so, hä? So, Papa, kriegst du das nicht für Weihnachten? Ja, da stand sein Name drauf, dann packt er es auch aus, sagt er. Meinte ich, toll. Weihnachtsgeschenk. Das war sein Weihnachtsgeschenk. Er hat schon damit gebohrt.
Scheiß drauf. Wieso legst du das auch schon dahin? Nee, ich hab's zu meiner Mom geschickt. Ob mein Papa macht jedes Paket auf. Er sagt, alles, was in mein Haus geschickt wird, wird auch von ihm geöffnet. Für die Gestapo. Ja, da machst du so ein Paket wie Knossi bekam. Ja. Aber er macht auch Briefe manchmal. Dann sagt er so, ups. Ne, schon Menge. Ja. Ist schon eine Menge, wenn man den kriegt. Nee, mein Papa ist da echt. Er ist auch eine Pfeife, er guckt den Namen nicht. Er liest nur unseren Familiennamen. Meine Mama kriegt hier halt keine Post mit meinem und meinem Papa seinem Familiennamen. Da macht er den Brief auf und dann ist meine Mama so, der ist für Kim. Ach Quatsch. Doch, der ist für Kim. Ja, gut, hallo. Oh, weißt du. Ich glaube, ich spiele dieses Spiel bis morgen. Ich muss mein Post immer alles über E-Mail machen. Meine Mama hat immer mein Post gemacht. Mich stört's nicht, wenn mein Papa meine Post aufmacht. Ich habe einmal gesagt, ich habe Papa einmal bestelle ich mir so einen richtigen fetten Neger-Vibrator. Alter. So einen richtigen fetten Schwan. Du machst den auf. Papa. Und was machst du dann? Ja. Ja, war auch so, sag ich, ja Papa, ich kauf mir einen richtigen fetten Negerschwanz. Oder so eine richtig, richtig schön heftige große Faust. Und dann gehst du und legst und sagst noch zusätzlich so ein bisschen Gleitgel, weißt du? Mhm. Dann weißt du definitiv Bescheid. Mhm. Ja, er sucht sich ja die Probleme. Dann hat er gelacht. Also ich, ja Papa, ich komm. Ich komm mit meinem Negerschwanz. Tja, wenn's kommt, dann knüppeldick. Genau. Am besten noch so einen, den man dem so mit Saugnapf dran, den auf ran klatschen kann. Kannst dich auslacken einfach. Auf den du hin und her hampeln kannst, ne? Mann, ich höre dir, der geht unten rein und kommt oben im Hals raus. Wie sagt man so schön, alles kann man trainieren. Ich glaube nicht. Oder kauft sich das Ding, sagt so, weißt du, Limited Edition, weißt du, wo du noch extra schön was draufschreiben lassen kannst und dann sagst du, Kim's Little Baby oder so steht dann drauf, ja? Oder Kim's Little Darling? Kim's BBC. Nein, du schreibst einfach Daddy Issues drauf. Oh mein Gott. Future Husband. Ich werde sofort enterbt, nee. Du bist enterbt, du den Typ. Der kommt klingeln und der steht daher und sagt er mir, was ist das? Was Future Husband? Weißt du das nicht? Hast du keinen Tisch? Aber mein Papa ist ja nicht gerade der freundlichste den Ausländern gesinnte Person. Salva hatte schon. Ja, ich für dich bestellte. Salva hatte schon gewonnen, weil ich meinte, ja, er ist Italiener, ne, mein Papa schon so. Meinte ich so, ja, Papa, er wohnt in Bayern. Oha! Hat er einen FC Bayern München Shop bei sich in der Nähe? Ja. Ah! Und dann ist Salva noch so dumm und sagt meinem Papa am Telefon so, ja, wenn du was willst, ich bring dir das mit, ich schick dir das ruhig, ne? Und mein Papa im Internet. Bettwäsche geguckt, Schneekugeln geguckt, meine Mom, du kriegst keine Bettwäsche, aber ich will Bettwäsche, du kriegst keine Bettwäsche. Hatte ich auch mal. Du kriegst keine Bettwäsche. Ich will aber Bettwäsche. Du kriegst. Das war richtig so. Heute noch so. Also, wie ich da war, so. Ja, ne. Weil ich meinte, was willst du denn? Weil ich muss das ja weitergeben, damit er das kaufen kann. Und, Oder womit du deinen Vater auch schocken kannst, ist irgendwie so, keine Ahnung, so ein typisches Paket für ein Lesbenpärchen, weißt du? Och Gott, ja.
Lesben-Spezialpaket oder so, weißt du? Und dann schickst du es dorthin. Mein armer Papa. Also, dann heißt es dann, wie Lesben, hä? Wo, wie wusstest du Kinder nicht, dass Kevin eine Frau ist? Ja, genau. Dann, also, ihr redet so ein Quatsch. Das hast du deinem Vater erstmal erklären hier, ja? Ich bin an andere Ufer geschwommen, ne? Mit Männern habe ich keinen Bock mehr. Reicht mir. Mache nur Stress. Frauen verstehen mich wenigstens. Oh Mann. Wie, ich hab den Typ nicht getroffen. Oder Kim, so ein Fake-Brief an deine Eltern. Weißt du, wo dann drin steht? Anerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft. Mhm. Da bist du auch enterbt, da bist du auch raus. Ziehst nach Deutschland. Das ist weg, hatte sie gesagt. Auswandern? Nach Deutschland? Du? Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Wie? Ich hab daneben geschossen. Okay, habe ich irgendwie Verbindungsprobleme? Da läuft er mir hinterher. Praktisch. Wir nehmen Alpha ein. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Diese Positionen sichern. Wieso treffe ich niemand? Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wir nehmen Bravo ein.
Charlie. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Feindlicher Charlie. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir verlieren Charlie. Drohne in Bereitschaft. Alle Zielobjekte eingenommen. Neu formieren und zurückerobern. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Alpha gesichert. Mist, wieso bleib ich nicht stehen im Scope? Feindliche Drohne aktiv. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Feind übernimmt Alpha. Wir nehmen Bravo ein. Charlie wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Nein, das spawnen die hier auch wirklich, Alter. So Leute, ich geh ins Bett, nur dass ihr Bescheid wisst, weil ich hab so Bauchschmerzen, ja, ich hab so Bauchschmerzen. Für mich gelegen gehen. Auf jeden Fall. Okay. Schlaft gut und dann hören wir uns morgen. Oder so. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Ja, gut. Nee. Ich werde mich dann jetzt auch verabschieden. Okay. Jo, macht's gut. Danke. Ebenfalls. Tschüss. Ciao. Da treffe ich nicht. Bitte ist es eigentlich. Ich glaube, es geht dann auch Pannen. Oh, morgen muss ich auch früh wieder weg. Ja, muss morgen schon wieder früh raus. Eigentlich nicht, aber ich will früher aufstehen, weil ich lege morgen Laminat. Oh, bei dir? Jupp. Wo liegst du Laminat? Mein Schlafzimmer. Oh, nicht schlecht. Hast du gut was vorgenommen? Es geht, es ist nicht so viel, es sind 16 Quadratmeter. Das geht noch, das ist überschaubar.
Und der Raum ist zum größten Teil viereckig. Also es ist nur... Dann geht's ja, da muss man nicht so zuschneiden und alles, ne? Ja, es ist nur ein Teil, da ist der Kamin, da ist etwas Verschnitt. Ja, gut. So einfach will man es ja auch nicht, ne? Ja. Hör auf, ich hab so den Rückenschmerzen, weil gestern habe ich alles angestrichen. Heute noch einmal die zweite Runde. Ich bin froh jetzt. Du gibst ja nochmal so richtig, ja? Also das Zimmer musste ich komplett sanieren, also auch komplett Strom neu gelegt. Warum? Was ist das, eine Eigentumswohnung? Das Haus vom Mitbewohner seines Vaters. Ah, okay. Alles klar. Mein Gott, da hast du aber echt viel Arbeit reingesteckt schon. Und die Kabel hast du alle selber gezogen oder was? Ich bin ausgebildeter Elektriker. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann kannst du natürlich den ganzen Scheiß selbst machen, aber nach dem Sicherungskasten musst du dann Meister nochmal abnehmen lassen, oder hast du Meister gemacht? Ne, ich hab nur nochmal. Okay, das heißt, eine Abnahme muss durch den Meister gemacht werden. Immer. Genau. Aber ich sag mal, das ist ja geringfügig. Ja, der guckt nur. Okay. Passt, alles klar, ciao. Ja. Cool. Ja, ist doch super, da kannst du sehr, sehr viel selbst machen, ne? Weißt du, dass ich eigentlich nicht in dem Job gearbeitet habe? Ich habe nur die 3 Jahre meiner Lehre gemacht und fertig. Damit bist du per Definition Profi, also bitte. Dann hast du ja gut was vor, mein lieber Freund. Ja, das war alles die Schuld meines Vaters. Der hat mir das angebrockt, der hat immer gesagt, wenn du was anfängst, musst du es auch beenden. Scheiße. Und damals, ich wollte ja eigentlich zum Einzelhandelskaufmann und ich fand im ersten Jahr aber kein Unternehmen. Und dementsprechend, um nicht ein Jahr zu Hause zu hocken, bin ich einfach mal so ein Jahr in die Schule gegangen zum Elektriker. Ja. Was hast du jetzt letzten Endes gemacht? Also bist du dann beim Elektriker geblieben oder? Nö, ich habe es abgeschlossen. Danach habe ich dann den Einzelhandelskaufmann gemacht. Von da aus bin ich dann zur Hochschule gegangen, um den Inneneinrichter zu machen. Die Zwischenkategorie vom Bauzeichner und dem Architekten. Ja, hab 3 Abschlüsse. Das heißt, du bist Bauzeichner, also so dazwischen Ding zum Bauzeichner, Elektriker und Einzelhandel. Genau. Also was machst du jetzt letzten Endes beruflich? Also was hast du dich entschieden? Bauzeichner? Es ist nicht Bauzeichner, es ist, ich bin Baddesigner. Okay. Und das machst du aber jetzt noch beruflich? Ja. Und ich mache aber einen Karrierewechsel, wenn alles klappt. Okay, wo willst du hin? Zur Polizei. Oh, also dann hast du ja so alles durch in deinem Leben, oder? So quer durch immer. Die Leute, die meine Geschichten sagen, okay, du hast sehr viele Berufe gemacht. Was soll ich sagen? Ich habe auch verschiedene Berufe gemacht. Ich bin gelernter ursprünglich kaufmännischer Assistent im Bereich.